Verzeih, Fötchen, ich leg sie sofort weg, nur ganz kurz. Lass nur, ich weiß ja, was du morgens brauchst. Ich brauch nur dich. Rund um die Uhr, nur dich. Das Radlfahren. Alles moderne Mythen, Herr Dürnberg. Alles moderne Was ist das denn für ein Gesicht? Meins unter Umständen. Man muss echt aufpassen, dass du nicht versauerst. Das letzte Mal hast du gesagt, ich verbittere. Entscheide dich mal für eine Geschmacksrichtung. Beides stimmt. Du klingst mal sauer und mal bitter. Das kommt vom Alleinsein. Was machst du heute Abend? Entscheide dich spontan. Ist klar, du wirst wieder die halbe Nacht hier im Internet angucken. Jedem seine Freude. Freude ohne Liebe. Weißt du, mein Schatz, Liebe ist eine von vielen Möglichkeiten, sich unglücklich zu machen. Was machst du? Ich gehe zu einer Party und mache mich ein bisschen unglücklich. Na dann, viel Spaß. Ciao, Mama. Ciao. Zorn. Ha! Auf die Minute pünktlich. Wie jeden Tag, seit 10 Jahren. Haben Sie es schon gehört? Das Möbelhaus Bertram folgt uns hier heraus in die Steppe. Ja, wunderbar. Schon bereit fürs Wochenende? Wollen Sie mir heute freigeben? Am liebsten. Aber ohne Sie bin ich ja hier nur ein hilfloser Kadaver. Was liegt sonst noch an? Ich verstehe nicht. Schokolade macht glücklich, aber die brauchen Sie nicht, denn Sie sind ja schon glücklich. Die Hüfte dankt. Die Taille auch? Das ist eine ganz neue Sorte mit Trüffel und Chilisahne. Wir müssen nur probieren. Klären Sie das mit Ihrem inneren Schweinehund. Ich mache hier nur meinen Job. Sie haben ja recht. Wo wäre ich ohne Sie? Nicht in dieser Anzuggröße. Herr Hufnagel möchte Sie sprechen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich wegen Fräulein Klee. Klar.
Das verträgt sein Ego nicht, dass da eine neue Generation emporträngt. Ich hätte gedacht, dass zumindest das Äußere von Fräulein Klee in gnädig stimmt. Hat er dann sein Elysium fertig? Glauben Sie, dass er das mir Büro-Tussi verrät? Naja. Versuchen Sie ihn auf Montag zu vertrösten. Ich darf heute nicht zu spät nach Hause kommen. Ach ja, Silberne. Hm. Herzlichen Glückwunsch überhaupt. Hä? Zur Silberhochzeit. Bin verliebt, wie am ersten Tag. Fragt sich nur, in wen. Sie Büro-Tussi, sie. Guten Morgen, Herr Hufnagel, John hier. Was? Ich schlafe, Nacht ist es. Doch, es ist bereits morgen. Ja, sicher, Blödsinn. Guten Morgen. Es gibt's doch einfach zu. Du bist verliebt in deinen Chef. Nix gebe ich zu. Siehst du? Ich würde es auch nicht zugeben, wenn ich in meinen Chef verliebt wäre. Das stützt nur meine Theorie. Theorie ist ein sehr großes Wort für eine sehr banale Unterstellung. Eine Arbeitsbeziehung funktioniert immer wie eine Liebesbeziehung. Aber nix da. Mit diesem Lahmarsch verbindet mich vieles, aber sicherlich keine Liebesbeziehung. Sie haben nur Angst, Ihre Gefühle zu zeigen, Boss. Ja, ja, ich lass dich einmal in dem Glauben, Hussein. Guten Abend. Wo waren wir? Bei meiner herzzerfetzenden Leidenschaft für meinen absolut hinreißenden Chef. Genau. Wenn es dir damit besser geht, lass ich dir deine Theorie. Mir geht's damit, weiß Gott, nicht besser, aber ich bin auch nicht blöd. Für dich gibt's doch kaum ein anderes Thema, wenn du am Abend hierher kommst. Stolz auf ihn wie andere Frauen auf ihren Ehegatten. Hör bloß auf mit Ehegatte. Ich weiß. Ist er endlich da? Jetzt endlich, ja. Hat er schon seinen Kaffee bekommen? Glauben Sie mir, er hat ihn gebraucht. Wenn er laut wird, kommen Sie wegen irgendwas dazu. In Anwesenheit von Damen reißt er sich wenigstens ein bisschen zusammen. Was machen Sie übrigens immer am Wochenende? Sie sehen ja atemberaubend aus. Danke. Morgen. Und? Mittagspause vorbei. Hallo, Frau Zorn. Störe ich? Gut, schauen Sie aus. Nicht mehr lang. Sitzen ewig. Tanzen hilft. Kommen Sie doch mal in mein Studio. Hm? Wenn ich Zeit habe, gern. Wollen Sie einen Kaffee, Frau Keilinger? Ja, danke. Vielleicht gemeinsam mit meinem Mann? Ach, der hat gerade den Herrn. Lass mich doch nicht ersetzen! Das kannst du doch mit mir nicht machen! Paul? Regt er sich immer noch so gerne auf? Was machst denn du da mit mir? Wer bin ich denn? Für dich! Hör halt da gut zu sitzen da, ruhig da! Ich glaub dir kein einziges Wort, glaub ich dir nicht! Nicht einmal ein halbes! Ja, Frau Zorn? Ich brauche dringend ein paar Unterschriften. Sekunde, bitte.
Ihr könnt euch doch gar keine zwei Designer gleichzeitig leisten. Eben doch, Kamerad. Deswegen stecke ich auch mein Geld in diesen Neubau. Betten sind ein ziemlich krisensicheres Gewerbe. Gerade hat die Hotelgruppe aus Dubai Nachschub bestellt, weil ihre Gäste so zufrieden sind mit unseren bayerischen Luxuslagern. Was wissen Sie denn? Mehr als du denkst, Paul. Erinnerst du dich an unseren Slogan, von mir höchstpersönlich erfunden, da liegt die Nieder? Schöner Schmarrn. Ja, und das hat die Frau Zorn auch gesagt. Und wir haben die Welt als Bett genommen. Der war besser. Und der war von Frau Zorn. Ja, einerlei. Frau Zorn ist nicht Frau Klee. Soll ich dir sagen, was ich denke, warum ich mit einem Fräulein Klee kooperieren soll? Sag's mir. Du traust mir nicht mehr die bestmögliche Arbeit zu. Du möchtest den ganzen Laden hier verjüngen und du möchtest Mademoiselle Klee hier als meine Nachfolgerin intronisieren. Ah, genau so ist das. Und wo ist jetzt das Problem? Du sagst mir ins Gesicht, dass du mir den Stuhl unterm Arsch wegziehen willst. Paul, du sitzt immer noch sehr fest mit deinem faltigen Hintern auf deinem morschen Thron. Du verdienst genauso wie vorher, du musst nichts teilen, außer deine Erfahrung. Es wäre doch ein Irrsinn zu glauben, dass in einem so großen Betrieb in den Betten Keilinger sich nie etwas verändert. Wenn du mein Elysium gesehen hättest, dann wüsstest du, dass ich meiner Zeit immer noch meilenweit voraus bin. Ist es denn fertig? Ja. Seit heute Nacht. Kann ich es mir heute Abend ansehen? Königliche Hoheit können es begutachten, wann immer es Königliche Hoheit belieben. Du bist eine beleidigte Leberwurst. Leck mich. Diese angeblichen Unterschriften. War übrigens sehr schlechtes Bauerntheater. Früher haben wir die Dinge unter uns ausgemacht. Was habt ihr früher unter euch geregelt? Oh. dies und das. Gut, siehst du aus. Du. Und du schaust aus. Fixieren. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ich brauche einen Rat, so von Chef zu Chef. Ja, bitte. Komm mal rein. Frau Zorn. Kaffee, ich weiß. Nein, bitte, keinen Kaffee mehr. Noch was, Frau Zorn. Könnten Sie heute Abend zu Paul mitkommen? Ich hätte gerne eine unabhängige Meinung. Ich bin zu genervt, um wohlwollend zu sein. Ich könnte doch. Du bist mir zu wohlwollend. Warum wollen mich die Frauen eigentlich immer erziehen? Ein Wahnsinn. Was ist Wahnsinn? Ich glaube, wir haben in 10 Jahren noch niemals gemeinsam eine Reise unternommen. Nicht mal zum publiken Kongress oder sowas. 3 Straßen weiter ist schon eine Geschäftsreise. Und Sie lachen. Wünschen Sie sich denn immer noch einen Hund? Fragen Sie doch einfach nicht. Ich würde es Ihnen ja gerne gestatten. Aber wenn ich mich bloß an diesen Riesenschädel der Rottweilerin erinnere, direkt über mir. Ich weiß. Und ihre gespenstisch weißen riesigen Zähne. Na ja. Es tut mir leid, dass das mit mir nicht geht. Aber schauen Sie, ich wünsche mir auch immer noch ein Segelboot. Aber meine Margot fürchtet das Wasser mit jedem Tag mehr. Wir haben alle unsere Sehnsüchte. Ja, Fräulein Klee? Das ist aber nett. Hallo, Frau Zorn. Hallo. Guten Abend, Herr Keilinger. Warum stehen Sie denn hier im Kalten? Och, ich muss nicht länger als unbedingt nötig mit Herrn Hufnagel allein sein. Ich habe immer Angst, er rammt mir plötzlich einen Holzflock durchs Fenster. Wenn er ihn noch heben kann. Sich
Sicherheitssystem auf dem neuesten Stand? Was hat er denn da drin, das Bernsteinzimmer? Der Paul hat panische Angst vor Ideen, Klaus, schon als Student. Ich durfte nie seine Skizzenmappe sehen. Sie haben Kunst studiert? Ja, kurz und fehl am Platz. Gleich. Wir, Paul, um 7, wie verabredet. Wer? Die Schönen und das Biest. Römer! Paul, nur herein, die Todesschwadron, immer herein! Ui, die Hobbybastlerin. Ja, ich dachte, es würde Frau Klee interessieren, wie das Herzstück unserer neuen Kampagne aussehen könnte. Könnte! Falls Madame noch Verbesserungsvorschläge hat. Ja, jetzt hast du es kapiert. Ah. Ich habe nie was an Ihrer Arbeit verbessern wollen, Herr Hufnagel. Ich möchte lernen. Du willst lernen, schönes Kind. Pfefferminz, Herr Hufnagel. Wir nehmen dich, Paul. Oder du bist gefeuert, bevor ich den Prototyp überhaupt gesehen du habe. Du Depp! Du Verlogener! Deswegen setzt ihr doch hier, meinst du? Ich weiß es nicht. Aber nicht mit mir. Das hatten wir doch schon. Ja, nicht mit mir, Bruder. Nicht mit euch! Der hat uns jetzt aber nicht hier eingesperrt, oder? Wahrscheinlich nicht absichtlich. Absichtlich war da gar nichts mehr. Gibt's hier irgendwo einen Notausgang? Aber der ist genauso gesichert. Ich weiß, dass ich habe schon mal hier gesessen und darauf gewartet, dass er mich befreit. Das haben Sie mir gar nicht erzählt. Ich schwärze doch keinen Kollegen an. Ist das Elysium? Müsste. Schau her. Der alte Windhund. Was ist immer noch drauf? Nein. Tolle Arbeit. Das hätte ich so niemals hingekriegt. Ja. Aber raus will ich ja trotzdem. Soll ich einen Schlüsseldienst rufen? Nee, das kommt mir albern vor. Der wird doch irgendwann zurück sein. Bald kann er ja noch nicht sein. Im Zweifel liegt er draußen im Hof. Versuch's mal. Aber bitte nichts Wichtiges brechen. Minuten dauern oder 2 Stunden. Frisch ist es. Wissen Sie was? Wir machen es uns kommod. Wir prüfen das Elysium. Ui. Ja, ich hab's Zeiten. So gemütlich. Das Elysium. Probieren Sie es? Hm.
Sehen Sie das Bild da drüben? Das war seine Frau. Pauls. Die süßeste Maus der Kunstakademie. So lang kannten die sich? Fast 20 Jahre verheiratet. Lebt sie nicht mehr? Doch. Und wie? Zuletzt wurde sie am Zuckerhut gesichtet, mit zwei halb so alten Limbo-Tänzern untergehakt. Aber dem Paul hat's das Herz gebrochen. Trinkt er deswegen? Der Paul hat immer viel gesoffen. Schon als ich im Komitee für seine Aufnahmeprüfung war, da wusste ich bereits, auf den Jungen musste aufpassen. Aber dass es so richtig braucht, dass es erst seit die Gundi weg ist. Sowas gibt sehr schnell. Vor allen Dingen gibt er jetzt sehr schnell. Sie hassen Betrunkene, nicht? Hassen? Ich habe ein Problem mit Betrunkenen. Um ehrlich zu sein, ich habe Angst vor ihnen. Bei der Aggression? Bei dem Unkontrollierten. Ich trinke ja selber gern guten Wein, aber es gibt Menschen, bei denen macht der Alkohol. Ja, wissen Sie, zu kontrolliert ist auch nichts. Meine Marke zum Beispiel ist ein bisschen zu kontrolliert. Jeden Abend nur ein Gläschen. Das Rauchen hat sie längst aufgegeben, ohne Rückfall. Ich möchte mich manchmal einfach nur gehen lassen. Die kenne ich nur von der Bundeswehr. Hey, 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 hey. Hallo. Mein Retter. Der überaus ergebenste Diener. Ich. Ja? Ich weiß eigentlich fast gar nichts von. Komm, dafür ist es doch da. Jetzt sind wir aber haarscharf in einer Schlägerei vorbeigeschraubt. Ach komm, bin doch jetzt ganz froh. Jettchen hat mir schon gesagt, ihr seid sehr angetan. Jettchen? Er meint mich. Ja, schon klar. Also ihr findet's super, hä? Paul, dein Elysium finde ich himmlisch. Dein Benehmen fand ich allerdings weniger super. Ein für alle Mal. Willst du mit Frau Klee anvernehmlich zusammenarbeiten, ja oder nein? Ein für alle Mal. Am liebsten. Darf ich was vorschlagen? Ja, bitte. Wie wär's denn erstmal mit einem Jahr? Ein Jahr Testphase gemeinsam bis zur nächsten Kampagne. Danach, wenn es nicht gut geht, wird entweder Frau Klee gehen müssen oder Herr Hufnagel. Oder im besten Fall keiner, weil es nämlich gut geht. Oder beide. Ja, so machen wir es. Hier vorne rechts. Frau Zorn, danke für Ihre Vermittlung eben. Sie haben genau die richtigen Worte gefunden. Und bei allem Unbill war es ja doch ein netter Abend mit Ihnen. Danke, Herr Keilinger. Kommen Sie gut heim. Gute Nacht. Gute Nacht, Frau Zorn. Na, Frau Klee? Tschüss. Tschüss.
Hallo? Guten Morgen, meine liebe Frau Zorn. Möchten Sie einen Kaffee? Den sollte ich eigentlich Ihnen. Aber ich bitte Sie, wir leben noch nicht mehr im Biedermeier. Hoch lebe der neue Mann. Wie trinken Sie? Relativ schwarz, klitzekleines bisschen Milch. Die Blumen? Schön, ne? So. Bitte. Sie sind ja mal happy. Ja, ich bin verliebt. In das Leben. Ich freue mich einfach, Sie zu sehen. Süßkram? Nichts dabei. Huch? Mir war heute nicht danach. Ja, manchmal ändert sich manches. Absolut, Frau Zorn. Absolut. Ja. Ja, ist gut. Mhm. Alles in Ordnung. Ja, gut. Das ist das, was wir tun wollen. Ja, gut. Ja, dann entspricht ja auch. Herr Heininger, Sie wollten noch dazu ein paar Worte sagen. Dann bitte schön. Ja. Herr Keilinger, also unsere neue Kollektion für den Herbst und für den kommenden Winter wird sich sehr stark an die Modelle anlehnen, die wir aus Italien gezogen haben. Deswegen werden wir dieses Jahr ganz stark in Weihnachtsgeschäften. Das finden Sie oben im ersten Stock, gleich die Treppe hinter Ihnen. Wiederschauen. Gibt's heute Kaiserschmarrn? Kaiser, hä? Nein, wir haben ja gar kein Pay-TV. Darf ich mich freuen oder muss ich mir Sorgen machen? Sorgen? Wieso? Wenn meine griesgrämige Mutter so strahlt, hat sie entweder eine Affäre oder dein Outdoorladen hat Sommerschlussverkauf. Es ist der Schlussverkauf, meine Kleine. Nicht gut. Nicht? Null. Mensch. Jetzt nehmen Sie es nicht so schwer, ich bin ja nur Ihr direkter Konkurrent. Warte doch mal. Was weiß ich? Ich bin nicht Ihr Mentor. Wie wär's ja. Mit dem hier? Schade, wieso sind Sie es eigentlich nicht? Die Konkurrentennummer haben wir doch hinter uns, dachte ich. Ich eigne mich nicht zum Mentor, ich bin egoman und zu wenig diplomatisch. Sie haben einen ganz eigenen Stil. Es wiegt schwerer als alles andere. Nein, jetzt Tacheles. Wieso ist mein eleganter, geschmackvoller, stilsicherer Entwurf nicht gut? Weil er elegant, geschmackvoll und stilsicher ist. Schau her. Das ist ein Bett. Wenn du abends ins Bett gehst, dann magst du deine Ruhe haben. Der Geist will beschäftigt sein. Wieso wundern Sie sich? Jeder muss doch irgendwann mal essen. Das können wir doch zur Abwechslung mal ruhig gemeinsam tun. Abends ganz zwanglos? Wird höchste Zeit nach 10 Jahren. Aber wenn Sie in Ihrem Feierabend lieber Ruhe von Ihrem penetranten Chef haben wollen. Nein, nein. Es ist nur ganz zwanglos. Gut.
Könnten Sie uns ein hübsches Restaurant raussuchen, in dem ich noch nicht war und... Kein Zitronengras. Wo man sich wirklich in aller Ruhe unterhalten kann? Ich finde was. Was? Ich finde nix. Du bist schön, genauso wie du bist. Wenn du mir nur eine Frau zeigst, die diesen Spruch wirklich glaubt, erkläre ich dich zum Papst. Soll er dich anschauen oder dein Kleid? Das ist nicht so senfig. Senfig? Ich hab gar keine Kleider mehr, nur noch Fetzen und Trödel. Pailletten sind so aufdringlich, oder? Nicht im Varieté. Das schmeckt so graupig. Graupig. Bist du sicher, dass dein Deutschlehrer bei dir alles richtig gemacht hat? Ich war auf dem Gymnasium. Aber nicht in Bayern. Schlicht beige, schöne Ohrringe, keine Kette. Aus. Der hat zu viel Majoran. Köstlich. Danke, grazie. Und der Amarone. Jedoch verblasst alles neben ihrem Kleid. Selbst der Amarone. Bin ich rot geworden? Nein. Ich? Ja. Sie haben sich sicher gefragt, warum ich Sie mal in einer anderen Umgebung treffen wollte. Naja. Ich muss Ihnen beichten, meine Frau denkt, ich sei mit Paul beim Versöhnungsessen. Also, sie weiß nicht? Nein. Aber Sie wissen. Nun. Sie haben es gemerkt? Es war ja nicht ganz zu übersehen. Ich weiß. Bei Poker wäre ich dir pleite. Hanna. Ich habe gelernt in den letzten Wochen. Man kann auch so sehr glauben, man wäre Herr seiner Gefühle. Man ist es nicht. Ich zumindest nicht. Ein gutes Gewissen mag ein sanftes Ruhekissen sein, aber ein sanftes Ruhekissen fühlt sich nach 25 Jahren manchmal wie die letzte Ruhe im Grab an. Ich weiß, nichts ist lächerlicher als ein Mann, der sich ständig jünger fühlt, als er eigentlich ist. No. Aber wenn man sich nun mal so fühlt, lebst du da, geliebt zu werden. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich möchte meinen Gefühlen folgen. Ich weiß, Sie denken natürlich zuallererst an meine Frau. Ja, schon. Natürlich. Und das ehrt sie. Und deshalb wollte ich auch mit Ihnen sprechen. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir helfen. Sie waren immer der Mensch, auf den ich mich 100% verlassen konnte. Und deswegen denke ich, kommt es jetzt ganz auf Sie an. Ganz kurz. Das kommt passen, Philipp. Prego. Regaletto. Buon appetito. Was ich sagen wollte, Frau Zorn, meine Beziehung zu Jette ist viel zu jung und unsere Zukunft viel zu ungewiss, um Margot jetzt schon zu verletzen. Und deswegen brauche ich Ihre Hilfe. Ja, natürlich. Ich verstehe Ihre Beziehung zu Jette. Ach ja, wissen Sie, Beziehung, das klingt so nüchtern. Nüchtern? Ja.
Nennen wir es doch einfach eine Liaison. Eine Liaison, sehr gern. Mein Gott, Frau Zorn, es tut so gut, mit Ihnen darüber zu sprechen. Nüchtern eine Liaison, Jette, Jette Klee. Ich wusste es. Sie wussten es sofort. Sofort? Sie kennen mich. Ja? Besser als Sie mich. Nein. Nein? Nein, besser als Sie kennen Sie keiner, Herr Keilinger. Jetzt komme ich ja gar nicht mehr mit. Der Wein? Ja, ja, der Wein. Und die Liebe. Die Liebe. Liebe? Was kann ich denn für Sie tun, Herr Keilinger? Sie haben recht, hör mal auf, von der Liebe zu schwärmen. Ihnen tut meine Frau leid. Oh ja. Ja, das ist auch richtig so. Aber wissen Sie, es ist ein bisschen trist geworden, Margot und ich, die letzten Jahre. Ich arbeite sehr viel, sie arbeitet auch. Wir haben gesellschaftliche Verpflichtungen, aber Freunde, richtige Freunde, haben wir nicht. Nicht mehr. Wir haben ein bisschen verlernt, was Freundschaft bedeutet im Ehealltag. Ja. Kurz und gut, ich möchte, dass Sie sich mit Margot anfreunden. Verstehe. Ich brauche jemanden, der mir den Rücken frei hält. Ja? Damit ich ein bisschen mehr Zeit habe. Für Jette. Na, dein Hoch ist aber rasch abgeflaut. Tochter, möchtest du eigentlich, dass jemand jeden Morgen ungefragt dein Leben kommentiert? Entschuldige. Ah, wer ist wieder auf die Minute pünktlich? Sie natürlich, Herr Keilinger. Ja, und die Frau Klee. Ja, so ein Zufall. Das ist aber eine Überraschung. Morgen. Und worüber wir gestern geplaudert haben? Natürlich. Schön, schön, schön. Könnten Sie uns vielleicht zwei Kaffee? Aber mit Vergnügen. Frau Zorn? Danke. Für den Kaffee. Wieder alle, aber wirklich alle Schlüssel mitgenommen. Ach, da sind sie. Gut schauen sie aus. Ist er da drin? Frau Keilinger? Ja? Ich mache gerade für Ihren Mann und die Frau Klee einen Kaffee. Wollen Sie auch einen? Nein, alles. Ihr Outfit. Was ist damit? Spitze. Danke. Sie haben eh einen formidablen Geschmack. Wie nett von ihm. Übrigens, heute Abend beginnt in meiner Tanzschule ein neuer Kurs, speziell für Singles. Wie wär's denn? Frau Zorn, kann ich Ihnen mit dem Kaffee fixieren? Denk dir,
Die Frau Zorn, die kommt heute Abend in meine Tanzschule. Aha. Da ist der Schlüssel. Bis heute Abend, Frau Zorn. Guten Abend. Guten Abend, Marcel. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen. Nur Mut, das wird schon, das wird schon. So, ich gratuliere Ihnen, dass Sie just in diesem Moment nicht alleine im Kino sitzen und diese mexikanischen Hostien mit Käsesoße in sich hineinschaufeln. Dass Sie nicht vor Ihrem fünften Weißbier in Ihrer Stammkneipe hocken und dass Sie nicht, was der absolute Gau wäre, mit einer Familienpackung Billigpralinen vor dem Fernseher dahin vegetieren. Ich darf Ihnen gratulieren, weil Sie hier sind. Sie sind Singles, Sie stehen dazu und Sie tun etwas dagegen. Und zwar das Beste, was man dagegen tun kann, Sie lernen tanzen. Was gibt es Attraktiveres, Anziehenderes, ja, Animalischeres, als einen Menschen, der sich im Rhythmus bewegen kann? So, und jetzt will ich mal sehen, wem ich denn überhaupt was beibringen muss. Ich spiele Ihnen jetzt ein ganz kleines, einfaches Musikstück und dann tanzen Sie so, wie Sie es gemeinsam vermögen. Ja? Und bitte sehr. Was sagt denn mein Mann dazu, dass Sie bei mir einen Kursus besuchen? Wir reden eigentlich kaum privat. Ah. Aber wahrscheinlich hält er mich jetzt für einen verzweifelten Single. Die Verzweiflung ist nicht das Vorrecht des Singles. Aber es ist der auffälligste Schmuck. Sagen Sie, bleiben Sie nach der Stunde noch? Ja? Ich würde Sie so gerne auf ein Glas Wein einladen. Sie opfern sich jetzt aber nicht. Gemeinhin schleppe ich nach jeder Stunde einen besonders verzweifelten Single ab. Aber mit der Zeit wird das anstrengend. Ja, wir sind extrem bedürftig. Verliebt. Mein Gott, das war wirklich ein wunderschöner Sommer. Jeden Abend in der kleinen Bar auf der Ecke. Wie hießen die denn noch? Wie hießen diese Wirtsleute? Ihre Frau ist hundeeinsam. Einsam. Sie sitzen starker Tobak. Sind ja fast immer zu Hause. Man kann auch gemeinsam einsam sein. Verschonen Sie mich mit solchen Frauenzeitschriften Allgemeinplätzen. Margot hat alles, was sie braucht. Außer Sie. Ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Frau.
und an Fräulein Klee? Weil ich auch Jette lieben könnte. Ja, was? Für was halten Sie mich für einen geilen alten Keiler? Dazu möchte ich mich nicht äußern, Herr Keilinger. Frau Zorn! Frau Zorn, haben Sie noch nie davon geträumt, zwei Menschen gleichzeitig zu lieben? Mit dem einen den Alltag zu teilen, mit dem anderen zu fernen Inseln aufzubrechen? Inseln der Lust? Ja, auch der Lust. Der Freude. Der ewigen Jugend. Doch, hab ich. Aha, jetzt hat. Das funktioniert aber nur auf beiden Seiten. Wenn Ihre Frau auch zwei Lieben hätte, die sich ergänzen, wunderbar. Aber dann bräuchte der andere Mann neben Ihnen auch eine zweite Frau. Und die bräuchte auch wieder. Und wenn man die Menschheit auf die Art einmal komplett durchordnet, super. Aber wenn nur einer sich rumtreibt. Wenn Sie dann Ihre Verkaufsgespräche so durchführen, dann immer wieder darauf hinweisen. Ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt. Ja, du lass dich auch mal wieder anschauen. Ich gehe jetzt öfter tanzen. So, so. Hallo? Guten Abend. Willkommen, Madame. Karl Valentin. Der echt. Der einzig wahre. Enchanté. Ja, Margot, das ist also mein Stammwirt. Alberner Name, guter Wein. Warum ändern Sie ihn nicht? Den Namen? Das ist unwürdig. Mein Vater hieß so, der Vater meines Vaters. Den Namen ändern nur Schlagersänger und Mafia-Killer. Und Sie schauen wie eine exakte Mischung von beidem aus, Boss. Schlecht, ich schwule Muselmann, die Damen sind mein. Schon wär's? Bitte. Ja, wie wär's? Ich bringe euch gar keine Karte und ihr lasst's mich einfach machen. Etwas Spezielles? Nur für uns? Ich werde alles geben. Mach mal, wir werden schon glücklich. Mach euch dann drinnen einen schönen Tisch, ja? Boss, wenn Sie heute noch Sex haben, ich kann gerne abschließen später. Hussein, wenn ich deine Hilfe brauche, um Sex zu kriegen, kannst du mich gleich einschläfern lassen. Das wird dich ja nicht komisch, mit mir so viel zu unternehmen und für meinen Mann zu arbeiten. Och, Dienst ist Dienst. Dass du mich bitte richtig verstehst. Also nicht, dass ich dich aushorchen will oder sowas. Na, wenn du das so sagst, kann es ja nur heißen, dass du mich aushorchen willst. Kannst du schweigen? Wie ein ertrunkener Galeerensklave. Ich glaube, dass Alfons mich betrügt. Sag was. Ja, was soll ich sagen? Wie kommst du drauf? Alfons ist so süß, so reizend, so aufmerksam. So war er seit einem Vierteljahrhundert nicht. Da steckt eine Frau dahinter. Weißt du, ich glaube nicht an Vorzeigemänner. Ja, aber an Männer. Also, wenn du glaubst, er hat was mit seiner Sekretärin, kann ich dich beruhigen. Warum eigentlich nicht? Bitte wie? Na, hör mal. Du bist eine Spitzenfrau. Du hast Augen zum drinnen trinken. Eine nette Karosserie. Ich hätte dich längst verführt. Ich lass mich nicht mehr verführen. Das habe ich mir abgewöhnt. Also, was ist? Hilfst du mir? Wie denn? Indem du die Augen offen hältst. Mitarbeiterinnen, Geschäftspartnerinnen. Könntest du ein bisschen mit ihm flirten, um zu sehen, ob er zu mehr bereit wäre? Ich soll deinem Mann schöne Augen machen? Weiß ja gar nicht, ob mein Mann noch mein Mann ist. Wenn der Frieden in den Zweig ein süßer Schatz, ich an deinem Platz, soll ich dich nicht doch mitnehmen?
Ah, oh, mich klaut schon keiner. Auf bald, mein starker Ritter. Ich werde nicht schlafen und nicht essen, ehe wir uns wiedersehen, holde Fee. Vierti. Ich glaube, ich brauche einen Vogelbär. Du bist ja ganz schön charmiert. Wollte dich nur eifersüchtig machen. Wie komme ich jetzt da raus? Also du sollst für deine neue Freundin die Treue deines Chefs überprüfen, während du nur ihre Freundin geworden bist, weil du die Untreue deines Chefs decken musst. Ich hab's nicht genau kapiert, aber so ähnlich wird's schon sein. Das nennt der Philosoph eine Aporie. Eine... welcher Philosoph? Wurscht. Aber das ist ein Pulverfass. Noch ein Vogelbär. Es gibt nur eine Art, ein Pulverfass für alle Zeiten unschädlich zu machen. Sag wie? Man lässt es hochgehen. So geht es nicht weiter. Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen das so nahe geht. Weil ich genau zwischen den Fronten stehe. Hanna, Frau Zorn, es gibt keine Front. Ich möchte nur das Beste für Margot, aber auch für Jette. Vergessen Sie bloß sich selbst nicht. Ist das verboten? Verboten gibt es so für Sie gar nicht. Jette und ich fahren dieses Wochenende zu einer Segelregatta. Sie freut sich schon. Und ich freue mich auch zu fix. Dieses Wochenende noch und danach werde ich die Situation klären. Versprochen? Meinen Sie, mir macht das ganze Spaß? Ja. Hallo, Herr Keilinger. Da. Eine Hängematte. Das ist eine Lebensbaumelmatte Deluxe. Deluxe? Hängematte Deluxe. Sie hat sich angestrengt, jetzt schau halt wenigstens hin. Das ist eine Lebensbaumelmatte Deluxe mit integrierten Fächern für ein Getränk, ein Buch und eine große Tüte Chips. Hat jede Luftmatratze sowas? Sowas aber nicht. Paul hat gesagt, jedes Modell muss einen Hauch von Beklopptheit in sich tragen, sonst ist es nur Massenware. Hat Paul das gesagt? Hat Paul gesagt. Gratulation, Zögling. Hab Dank, Meister. Was sagen Sie? Ich find's cool. Die Hängematte? Ja. Frau Zahn findet's cool. Dann können wir auch feiern gehen, oder? Ich bin verabredet. Hüngerchen, Mama? Hallo, Schatz. Keinen Appetit. Wie lange wird hier denn noch gebaut? Ist ein bisschen wie in der Wüste, wenn man durchfährt. Ja, aber der Umzug war echt überfällig. Jetzt haben wir einfach mehr Platz. Ja, das stimmt. Mama, hol dir jetzt endlich einen Hund. Der wäre doch den ganzen Tag allein. Ist dir Quälerei. In Tierheimen kann man sich Hunde zum Wochenende holen. Das kann ich nicht. Würde ihm ja eh verfallen und dann behalten wollen. Dann wäre ich meinen Job los. Wenn dein Chef dich deswegen feuert, ist er ein Arsch. Mein Chef ist kein Arsch. Jedenfalls nicht in der Hinsicht. In jedem modernen Büro kann man Hunde mit. Mein Herr Keilinger hat Angst vor Hunden. Er hat panische Angst, weil er als Kind von einem durchgedrehten Rottweiler entführt worden ist. Ein Kidnapperhund. Eine scheinschwangere Hündin. Er war noch ganz klein. Sie packte ihn am Kragen und schleppte ihn in den Wald, wo die Jäger ihn erst nach Stunden aufspüren konnten. Noch heute verfolgt ihn der heiße Atem der Rottweilerin.
ihre gespenstisch weißen, riesigen Zähne. Er könnte über seinen Schatten springen. Schatz, leb erst mal dein Leben. Irgendwann springt man nicht mehr. Nein, mein Wochenende ist mir wirklich heilig. Aber ich will doch nicht jedes Wochenende mit dir verreisen. Ich will dieses Wochenende mit dir verreisen. Wellness, Spa, jeder Pipapo, all inclusive. Danach werden wir uns fühlen wie die Backfische. Backfisch war meine schlimmste Zeit, da will ich nie wieder hin. Was ist denn deine beste Zeit gewesen? Ende 30. Gut, dann werden wir uns fühlen wie Ende 30. Ja? Ja? Ja, 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 ja. Ich kann nicht Nein sagen und du nutzt es schamlos aus. Für mich würdest du nie dein Wochenende opfern. Ja, gut. Ich würde auch für mich kein Wochenende opfern. Mögen Sie Wellness starker, Ritter? Sie haben mich noch nicht in Badehose gesehen, gnädigst. Leider. Leider nicht. Gottlob. Willst du mitkommen? In Wellness-Hotels komme ich mir immer vor wie der Bademeister. Lieber nicht. Da gehen Sie hin. No need to hide. I'll always be here waiting by your side. Wie lang fahren wir denn noch so? Lass dich überraschen. Was machst denn du für ein Gesicht? Geht's dir nicht gut? Doch, doch. Ich vertrag nur das Autofahren nicht so gut. Wie wär's, wenn du dich einfach mal entspannst? Na, dann entspanne ich mich halt einfach mal so. Danke. Gute Herrschaften. Grüß Sie Gott. Sie nehmen das Gepäck? Ja, Sie brauchen Sie nichts zu tun. Danke. Hier. Wieso? Ist es dir zu popelig? Alfons ist hier. Ach was. Ich habe seine Einladung gefunden für zwei Personen. Vielleicht ein neuer Auftraggeber? Ja, sicher. Und alt wird er sein. Und fett. Ja, vielen Dank, Stenzi. Dankeschön. Ich möchte nach Hause. Mir hat er gesagt, er ist auf einem Kongress. Ich brauche eine Freundin, wenn ich ihn mit einer anderen erwische. Margot, er ist mein Chef. Er ist mein Mann. Und du bist meine Freundin. Hm? Die erste Freundin seit vielen Jahren. Ist ein bisschen wie in einem Landschulheim. So ein gemeinsames Schlafzimmer, nein? Doch, doch. Wir müssen uns übrigens gegenseitig und nach allen Seiten absichern. Damit wir ihn zuerst sehen, nicht er uns. Du klingst wie ein Agentenfilm aus den 60ern. Sei doch nicht so negativ. Margot, wenn dein Mann merkt, dass ich ihm hinterher spioniere, dann muss er mich feuern. Aber das werde ich untersagen. Und sollte wirklich alles schief gehen, dann besorge ich dir einen neuen Job. Du hast auf alles eine Antwort. Nein, nicht auf alles. Bist du bereit? Ich muss noch mal kurz. Mailbox. Ja, Karlinger, wenn Sie das hören, packen Sie Frau Klee ein und fahren sofort nach Hause. Ihre Frau ist hier, sie sucht sie. Also Zelte abbrechen. Das war ich, Hanna Zorn. Thank you.
So, ich würde sagen, das war's. Kein Keilinger weit und breit. Wir fahren heim. Nein, wir suchen ihn, wie geplant. Aber er ist nicht da. Das Ganze ist ins Wasser gefallen. Du kennst meinen Mann nicht. Nö, er sagt sie. Ja. Alfons lässt sich doch von so etwas Unwürdigem wie Wetter nicht von seinem Vergnügen abhalten. Der ist bestimmt im Hotel geblieben. Wegen dem Wetter. Wetter? In seinem Zimmer? Ja, vielleicht verlässt er dieses Zimmer ja mal. Weißt du was? Wir teilen uns auf. Du suchst im Hotel und ich such hier. Ja, aber du kriegst nasse Füße. Du opferst dich für mich? Das mache ich doch gern. Echt? Das ist nett. Bestimmt im Wellnessbereich. Und weißt du, es vergeht fast keine Nacht, wo ich nicht vom heißen Atem dieser Rottweilerin träume. Von diesen gespenstischen weißen Zähnen. Verzeih, Wölfchen, wenn ich dich sozusagen verlasse. Ahoi, Kapitän. Ja, ahoi. Frau Zorn, Ihre Frau ist hier. Sie will Sie auf frischer Tat ertappen. Und Sie helfen ihr. Wem helfe ich denn gerade? Ja, aber wir können hier nicht weg. Wieso denn nicht? Alfons, findest du den Weg nicht fort von mir? Doch. Doch, ich genieße den Blick. Du Genießer, du. Wow. Sie müssen Margot hier wegbringen. Wie? Gehen doch Sie? Aber wir können hier nicht weg. Warum denn nicht, Herrschaftszeiten? Weil Jette wollen würde, dass wir uns begegnen. Die nervt mich seit Tagen, endlich alles aufzuklären. Sie wollten sowieso die Situation beenden. Ich muss jetzt weg. Frau Zorn, Jette erinnert sich, es soll irgendwann tollen Franzosen geben, etwas höher gelegen, wie sie sagt. Über den Wolken, wie man so singt. Finden Sie den? Und können Sie heute Abend einen Tisch reservieren um 8 Uhr für 2 Personen? Ich komme hier zu nichts. Über den Wolken. Da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Hallo, wer bitte? Le Chien, und Sie sind am Hang. Gut, ja? Gut, ja. Dann würde ich gerne einen Tisch bestellen für 2 Personen heute um 8 auf Keilinger. Moment mal. Für 4. Ja, für 4 Personen. Danke. Oh Mann, bin ich fertig. Diese Agentenfilme, in denen behauptet wird, dass man in türkischen Saunen so wunderbar miteinander cool parlieren kann. Alles gelogen. Hast du ihn gefunden? Dreimal darfst du raten. Ich habe einen Tisch bestellt. Echt? Das hast du gut gemacht.
Ich brauche was zwischen die Zähne. Bravo, bravo. Und dieses Restaurant ist wirklich ein guter Tipp. Todsicher. Asche. Margot? Ja? Ich hab dich wirklich gern. Ich dich auch. Aber das weißt du doch. Ich finde schön, dass ich dich kennengelernt habe. Ist er gestorben? Die Damen haben reserviert. Wir sind versorgt. Frau Zorn. Margot. Sie erinnern sich alle? Margot, das ist Jette Klee, unsere neue Designerin. Frau Klee, das ist Frau Keilinger, die Frau ihres Chefs. Herrn Keilinger kennt er ja. So, und jetzt klärt es verdammt noch mal. Ich habe keine Lust mehr auf solche Spielchen. Frau Zorn. Margot? Das ist Jette. Danke. Ich kann mir ein Bild machen. Mein Anwalt ruft dich am Montag an. Ja, aber fixen lassen Sie es nichts überstürzen. Doch. Überstürzt bitte mal was. Aber Wölfchen, das geht jetzt ein bisschen arg rasch. Füchschen, Wölfchen, gibt's hier irgendwo einen Weinkühler? Ich muss mich übergeben. Frau Zorn, darin sind Sie schuld. Natürlich, wer denn sonst? Es geht doch nicht um Schuld. Ich bin jedenfalls nicht schuld. Moment mal. Du hast es gewusst? Ja, selbstverständlich. Alles hat sie gewusst, von Anfang an. Du hast es gewusst. Füchschen, ich werde Sie sofort entlassen. So, du hörst jetzt mit Füchschen und dem Entlassen und dem ganzen Show wie Scheiß aus, sonst werfe ich hier mit den Meeresfrüchten um mich. Apropos schmeißen, rausschmeißen lasse ich mich nicht. Ich kündige. Mir sowas von wurscht. Ich weiß. Bei Ihnen Leuten, aber ich habe Ihren Nachnamen vergessen. Wie heißen Sie? Zorn. Ja, aber wie? Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, Herr Keilinger. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich wünsche Ihnen ein schönes Leben. Meins ist nämlich im Eimer. Wieso? Haben Sie sich für die falsche Frau entschieden? Ich bin Sie beide los. Ups. Frau Zorn, ich verlange Rechenschaft. Unser Arbeitsverhältnis ist beendet. Und damit auch diese Unterhaltung. Wir werden schon sehen, was beendet ist und was nicht. Thank you.
Gott! Was wollen Sie denn noch von mir? Ich weiß nicht, wohin. Ich gehe rauf bis zum Gipfel. Bis Sie da oben sind, haben Sie Ihre Füße voller Blasen. Sie werden dehydrieren, kollabieren und im schlimmsten Fall einen Hitzschlag erleiden. Also tun Sie sich selbst einen Gefallen, gehen Sie ins Hotel und schlafen Ihren Rausch aus. Oder? Ich gehe Ihnen weiter auf die Nerven. Ja, oder das. Geht es ja wieder runter. Ausziehen. Ausziehen und in den Gebirgsbach da springen. Ich sehe aber nackig nicht so schön aus, wie Sie vielleicht annehmen. Der Kreislauf muss wieder hoch. Das letzte Stück zum Gipfel ist gefährlich. Voraus. Wieso? Gehen Sie. Schnell. Wegen Todesfall geschlossen. Gut. Wo ist die nächste Hütte? Nächste Hütte? Keine. Ich hab Sie nicht verstanden. Ich hab verstanden, keine. Das hab ich auch gesagt. Das können Sie nicht zu meinen. Wir kommen hier ums Leben, wenn uns nichts einfällt. Was soll uns einfallen? Runter, wer wirklich? Warten muss man. Warten, warten, warten. Sind Sie wahnsinnig? Ich habe den Mord Brummschädel. Ich kotz gleich vor Hunger. Sie haben mir einen Kaiserschmarrn versprochen. Und jede Minute kann uns der Blitz treffen. Kreisband formuliert. Hier muss ja unbedingt mitkommen. Ich dachte, Sie hätten sowas im Griff. Ich will ein Kaiserschmarrn. Ich will ein Feuer. Ich will leben. Und Sie haben alles kaputt gemacht.
sich zusammen! Ich würde ja gerne! Ich will ja gar nicht mehr schreien! Ich will gar nicht mehr aufhören zu schreien! Sie haben ja einen Nervenschock! Das haben Sie richtig gern gemacht! Geben Sie es zu! Ich geb's zu! Ich weiß gar nicht, was ich Margot sagen soll. Geht's denn um Margot? Schon. Und das Fräulein Klee? Ist traumhaft. Nur ein Traum. Das wissen Sie jetzt. Als wir heute da oben Gipfel waren. Da habe ich mich endlich wieder daran erinnert, wer meine einzig große Liebe ist. Ich habe Margot vor mir gesehen als junge Studentin. Die ist immer noch jung, die ist wunderbar. Aber wie sage ich ihr das? Ja, genau so. Wie soll man denn hier schlafen? Die Kälber machen warm. Ich habe sie all die Jahre falsch eingeschätzt. Ich habe sie richtig eingeschätzt. Flotte Schale, weicher Kern. Extrem eitel. Ja. Aber im Grunde genommen feiner Kerl. Ja? Ja, obwohl sie mich gefeuert haben. Nein, bitte nicht. Verlassen Sie mich nicht. Ich brauche Sie. Sagen Sie das noch mal? Ich brauche Sie? Ja. Ich brauche Sie. Margot! Margot! Ja? Ich bin hier. Mein Gott. Bin ich froh, dich hier noch vorzufinden. Ja. Schauen wir mal. Naja,
Ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich mich endlich wieder daran erinnert habe, wer meine einzig große Liebe ist. Und ich wollte dich beschwören, dass wir beide nochmal von vorne anfangen. Ich hatte dich plötzlich wieder vor Augen, wie du vor 25 Jahren warst. Die tollste Frau. Dass du das immer noch bist. Dann wollte ich dich um Vergebung bitten. Und ich wollte seit 24 Jahren mal mit Paul schlafen. Und da habe ich gedacht, das mache ich noch schnell, bevor ich dir verzeihe. Und dann wollte ich dir ein Boot schenken. Als Zeichen, dass auch ich mich wieder anstrengen muss. Für uns beide. Ja, dann mach das doch so. Jetzt frag sie halt. Nach 10 Jahren will der nicht mehr. Doch, ich glaube schon. Das sagst du. Mama, bist du etwa in das Unwetter gekommen da oben? Kann man so sagen, Schätzchen. Jetzt lass dich bloß in Ruhe. Soll ich dir einen Tee machen vielleicht? Jetzt aber. Jetzt? Jetzt. Ich glaube, ich habe vergessen, mein Rad abzuschließen. Heute vor 10 Jahren haben wir uns scheiden lassen. Ich weiß. Und heute vor 10 Jahren habe ich zum letzten Mal Alkohol getrunken. Gratuliere. Ja, da dachte ich, es wäre ein guter Anlass, dich zu fragen, ob du nicht vielleicht doch noch mal mit mir ausgehen möchtest. Schön. Und? Hat sie ja gesagt, Papa? Sie hat zumindest vielleicht gesagt. Nein. Ich habe ja gesagt. Na? Hat er dich erneut auf mich angesetzt? Nein, ich habe mich selbst angesetzt. Ich lasse gerade eruieren, um wie viel Prozent Ihres Logans unseren zu erwartenden Umsatz wahrscheinlich noch steigern. Ich würde gerne den Gehalt anheben. Ein bisschen. Ein bisschen schadet nie. So wie Sie ihn mögen. So wie Sie ihn mögen. Rosmarin Panna Cotta. Sollte man eigentlich probieren. Gibt's sonst noch was? Da war noch irgendwas. Na. Ach, das war's. Sie können Ludwig vor Ihrem Schreibtisch liegen lassen. Da hat er ein ruhiges, schönes Plätzchen. Willkommen in der Familie. Ludwig.
Man müsste mal über schicke Hundekörbe nachdenken. Immer mit den Menschen nicht schon genug um die Ohren? Wenn sie in unseren Betten liegen, schon. Miau!